Auf geht's zum Plugman, der Elektro-Robot Master, die immer ganz schwierig sind seit Mega Man 3. Aber mal gucken. Ich weiß nicht, ich fand das Plugman nicht so schwierig bei Mega Man 3, aber egal. Mal gucken, was hier uns alles erwartet. Ich hoffe mit. Oh, hallo Teddy X. Reskin von den Teddys. Ja, und das sind Sparks. Typischste Sparks. Am besten ist, die drei Teddys sich aufbewahren, weil hier aus den Röhren kommen immer wieder neue raus. Wenn man Speedrunning-Methoden macht, was ist das? Okay, eine Kugel. Na gut. Ein Grafikbug. Okay, schön, schön, schön. Hier kann man Speedrunning-Methode einsetzen. Ich habe lieber auf Langsamkeit gemacht, weil Dual Man Stage war halt ein bisschen viel. Mii-Tools und Cannon. Man darf nicht so weit nach vorne stehen, weil er hat so einen komischen Winkel, der dich trotzdem treffen tut. Oh Gott. Keiner mag die verschwindende Blöcke, ey. Hallo Mii-Tool, der mich gerade getroffen hat. Ich meine wirklich, so eine ganz kurze Unverwundbarkeitszeit nur, ey. So. So, einmal rüber. Danke sehr. Weg mit denen. Diesem Run wird auch ein Passiv werden. Warum werden die da an nicht angezeigt, wirklich? Aber da wird es wieder angezeigt, okay. Ja, was Schrauben einsammeln mal. Vielleicht brauche ich die. Oh, ein One-Up. Sehr schön. Ja, wenn man durchläuft, dann kommt ein schwarzer Mega Man durch. Der rennt schneller als du, aber er springt nicht so hoch. Und er, während des Springs kann er sich nicht bewegen. Oh Gott, ey, wirklich. Wie bei der Iceman Stage aus Mega Man 1, sowas. Ja, das war so schnell. Ja, ich bin nicht gut in sowas. Besonders, wenn das für mich das erste Mal dieses Stage blind ist, ungefähr. Nein, es ist nicht blind. Ich habe einmal kurz vorher getestet, aber höchstwahrscheinlich mache ich so eine Fail Compilation oder irgend sowas in der Art, wenn ich das durchgespielt habe. Ich könnte mal sehen, wo die Fehler waren, wo ich gestorben bin. Oh Gott, warte, die sehen. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn machen? Da mal schnell rüber. Und. Ah, das war so. Oh, gerade so eben noch. Oh, hallo, Eating. Und das meine ich, wenn die so schnell sind. Da kann man sich unten wieder Leben holen. Ja, und die sind auch anfällig gegen Death Spikes. Schön zu wissen. So, einmal den rausholen. Ich weiß, dass es auch DLC gibt von Mega Man 9. Wenn man mit Proto Man spielt, dann kann man mit Proto Man, kommen die schwarzen Proto Mans raus dann. Das ist sehr schön. So, wir müssen wieder die Tails raus friemeln. Ich glaube, es reicht. Gut, wunderbar. Weil sonst wären aus diesen drei Röhren die Tails rausgekommen. Oder rausgespawnt, besser. Man kann auch wunderbar bei den Schrauben farmen. Das ist sehr nice, aber er hat schon 20 Minuten Zeit, um zu farmen, ne? Schon wieder moin ab, ey. Ach du Scheiße, will ich das jetzt schon sehen da drüben? Eins, zwei, kurz warten, dann drei. Okay, geht eigentlich. Eins, zwei, drei. Wunderbar. Moin ab! Meins. Oh, das war knapp. Wenn man hier drauf vorne drauf gesprungen hätte, hätten wir das auch schaffen können. Ich habe das nicht geschafft. Na gut, egal. Und ich hätte einfach warten sollen. Hallo, Big Stomper. Danke sehr. Ja, Plugman. Seine Waffe der Wahl ist der Plug Ball. Und der Plug Ball ist so, der geht alles erstmal unten durch. Und wenn es oben ist, also über dir, dann fällt es runter. Und er ist anfällig gegen Jewelmans Schwäche. Also seine Waffe. Jewel Jagd der Light. Ja. Ich habe es so schnell gemacht, deswegen falsche Taste. Schnell mit Mega Buster. Er hat auch keine wirklich unverwundbare Zeit, deswegen ist er auch ziemlich einfach mit. Oh, habe ihn unter 10 Sekunden besiegt. Schön. Schön. Er hat auch keine unverwundbare Zeit. Das bedeutet, Buster Only Passive Run würde möglich. Oder wäre möglich sogar. Ja, dann. Lass mich aber damit ein bisschen Zeit, weil das ist wirklich extrem schwierig manchmal. Besonders in der Juwel-Stage, also den Juwelmann-Stage. Blood Ball. Oh, ja. Mal gucken, wenn ich ein nächstes machen. Vielleicht
Blasen Woman. Mal gucken. 12 Minuten. Gut möglich sein, dass ich unter 2 Stunden nur durchkomme. Mal gucken. Solange kein Big Eye, Devil Eye, Yellow Devil kommt, besser gesagt. Gut, man sieht sich demnächst wieder. Dö, dö.